Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Yippie-yay-yay. Da sind wir wieder. Und ein kleines Versprechen ganz vorab. Heute gibt's richtig was auf die Augen. Ein bisschen Pflege gehört auch dazu. Denn wir wollen uns heute vorbereiten auf eine sehr besondere Schweißnaht. Eine sehr, sehr besondere Schweißnaht. Thema der letzten 6 Sendungen. Fahrrad gebaut. Wer mag, schaut sich das einmal an. Nennt sich Custom Bike für die Kölner Haie. Wir gehen wieder zurück ins normale Fahrwasser, allerdings mit einer ganz, ganz besonderen Sendung. A ist es eine kleine Geräte-Schräger-Performance-Vorstellung und zwar kleiner Karton, DCVIC 200 Puls Pro. Richtig besondere Maschine, aber wir quatschen gar nicht lange, wir holen sie sofort raus und riskieren sofort einen Blick. Jetzt geht es nämlich los. Die haben auch ein Update bekommen, die Schläuche. Die sind ein bisschen softer, tatsächlich. Was mir ganz gut gefällt. Der Lieferumfang ist tatsächlich, naja, ist Standard. Ja? Wir haben das Schlauchpaket in neuer Optik. Update, ja, neuer Schalter. Wir haben Gasverbindungsschlauch, die Massenzange und unfassbar fester Elektrodenhalter. Und dazu gehört natürlich einmal das Starterkit für das Schlauchpaket, sodass wir aufbauen und schweißen können. Und Drahtbürste und Schlackehammer. Und ganz natürlich, und jetzt guckt euch das mal an, 200 Ampere, kleiner als ein Schuhkarton. Und diese Maschine werden wir heute auf Herz und Nieren prüfen und prüfen und bestehen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Seid gespannt, lasst uns sehen, was hier heute passiert. Was wir jetzt machen, ist dünnes Blech schweißen. Und wenn ich sage dünnes Blech, dann rede ich hier von 0,5, teilweise sogar unter 0,5 Millimetern. Naja, wir wissen alle, ja, 1 Millimeter ist dünn und 0,5 ist die Hälfte von dünn. Ja, also sehr dünn. Und die Madame würde nicht DCVIC 200 Puls und Pro heißen, wenn sie nicht Pro pulsen könnte. Das kann sie aber und das ganz vorzüglich. Diese Einstellungen für 0,5er Blech. Und wie ich damit umgegangen bin, schauen wir uns jetzt an. So, ich skippe einmal an den Anfang. Wir haben einen Gasvorlauf eingestellt, eine Sekunde. Einen Hotstart, ja, der sich auch auf das WIC-Schweißen ausübt. Eingestellt mit 25 Ampere. Wir haben einen Startstrom von 20. Einen Stromanstieg von 0,5 Sekunden, einen Schweißstrom, den wir, Achtung, außer Acht lassen können, eine Stromabsenkung von 1 Sekunde auf den Schlussstrom von 15 Ampere mit einem Gasnachlauf von 1 Sekunde. So, was haben wir eingestellt? Gasvorlauf, Gasnachlauf, Stromanstieg und Stromabsenkung. Den Schweißstrom aus der ersten Menükurve, den können wir außer Acht lassen. Warum ist das so? Weil wir im Pulsmodus sind. Und dafür nutzen wir die Pulstaste. Hier klicken wir drauf und springen in den Pulsmodus. Jetzt geht's los mit der Stromstärke. Die setze ich mir runter auf zarte 25 Ampere. Den Zweitstrom auf 15 Ampere, die Frequenz auf 0,5
und die Impulsweite auf 20%. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich nur ganz, ganz kurz, also 20% der eingestellten Zeit, auf meinem Schweißstrom von 25 Ampere bleibe. Ein Teil von 5 schweißen wir mit 25 Ampere und 4 Teile lang bleiben wir auf 15. Das heißt, wir sind sehr kalt und warten immer auf unsere 25 Ampere, um dann unseren Zusatzwerkstoff auf unser Blech zu legen. Und das gucken wir uns jetzt mal in der Praxis an. Hier muss es schnell sein mit dem Draht, ne? So. Ist geheftet. Hat ein bisschen Versatz. Versatz ist noch schwieriger, aber wir wollen mal versuchen, einfach zu schweißen. Wurzel haben wir? Natürlich haben wir eine Wurzel. Also, wir sind uns einig, durch diese absolut super einstellbare Pulsfunktion ist das Dünnblech überhaupt kein Problem. Es erfordert ein bisschen Handfertigkeit, aber es funktioniert. Hier kommt schon ordentlich Wärme, aber wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wurzel sieht, naja, sieht aus wie eine Wurzel. Ja, 0,5er Blech, ganz, ganz zum Schluss habe ich mir eine Öse reingehauen. Ja, also auch da Temperaturverlauf, aber 0,5. Wir wissen alle, was das bedeutet. 0,5er Blech, das ist unsere Wurzelseite, das ist unsere Decklage und ganz zum Schluss Bleche nicht ganz top ausgerichtet. Und wenn die nicht top ausgerichtet sind, das muss aneinander liegen. Ja, also hier ist die Vorbereitung wahrscheinlich noch viel wichtiger als die Temperatur. Wir wollen aber nicht nur ganz, ganz, ganz dünn, wir wollen auch richtig, richtig dick. Und zwar 20 mm stark. Dieses Blech müssen wir uns vorbereiten. Ich habe mir dafür folgende Nahtform ausgesucht. Und zwar ist das eine X-Naht. Warum habe ich die X-Naht gewählt? A, ist die qualitativ einfacher herzustellen. Und B, die Volumina dieser beiden Vorbereitungen sind kleiner als die einer V-Naht. Bedeutet, ich brauche hier viel weniger Zusatzwerkstoff, ich muss weniger schleifen und ich verbrauche weniger Schweißgut. Aus diesem Grund nehmen wir die X-Naht als Vorbereitung für unser dickes 20 mm Blech.
600. Warum? Weniger Schweißgut aufgrund der Nahtvorbereitung, weniger Schrumpfspannung aufgrund der Nahtvorbereitung und ein ganz sicheres Schweißergebnis, wenn man sich an ein, zwei Kleinigkeiten hält, nämlich zwischendurch die Naht abreinigen während des Schweißens. Aber das zeige ich euch im laufenden Prozess. Maschine an. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Grundeinstellungen, um zu heften. Zeiten wie Upslope, Downslope, also Stromanstieg und Absenkung und Gasvor- und Gasnachlauf werde ich sehr wahrscheinlich nicht ändern während der Schweißung. Lediglich die Stromstärke, die passen wir zwischendurch an. Wenn das der Fall ist, gebe ich euch natürlich Bescheid. Das allererste, was ich mache, ich stelle mir 100 Ampere auf diesem wunderschönen rasterbasierten Poti. Das heißt, punktgenau. Dann springen wir einmal durchs Menü. Gasvorlauf geben wir uns eine Sekunde. Einen Startstrom mache ich mir mal von ungefähr 20 Ampere. Dann haben wir ein bisschen Licht und können gucken. Wir fahren auf unsere Hauptstromstärke in 1,5 Sekunden, das reicht mir. Eingestellte Amperestärke 100 Ampere. Runterfahren möchten wir bitte etwas langsamer. Da gehen wir also auf 2,5 Sekunden. In einen Absenkstrom, den gehen wir auch auf 20 Ampere. Und einen Gasnachlauf, den geben wir auch etwas mehr Zeit, denn wir kommen aus der Glühung, da wollen wir sicher und sauber werden. Wir sind aber im Stahlbereich, also brauchen wir nicht zu viel. 2,5 Sekunden. Viertaktmodus. Knöpfchen. Drücken. Unten auf Viertakt springen. Und wir schweißen DC- mit Hochfrequenzzündung. Auf geht's. Jetzt wird geschweißt. Freunde, was haben wir hier für eine Schweißaufgabe? Wir haben eine tatsächlich sehr industrienahe Schweißnaht. Ja, es ist eine X-Naht, also wir haben eine Schweißfugenform, die ähnelt einem X. Wir haben ein 20 mm starkes Blech. Wir fangen an mit dem Wurzelschweißen. Wir sind 200 mm lang und wir haben uns ein paar Anlaufbleche gebaut. Wenn wir uns das jetzt anschauen, sieht die Seite aus wie die andere. Jetzt schweißen wir erstmal eine hübsche Wurzel. So, jetzt haben wir beide Flanken. Brennt schön ab. 100 Ampere sind eingestellt. Linke, rechte Flanke erwischen. Jetzt ist so langsam Zeit für ein Drähtchen. Draht unten auf die X-Flanke. Und wenn wir Temperatur haben, dann ziehen wir ein bisschen durch. Schweißen immer noch mit 100 Ampere, könnte tatsächlich ein bisschen kräftiger sein. Maschine absolut lautlos, bis auf den Lüfter natürlich. Wir wollen, dass die Wurzel sich durchdrückt, auch wenn das an dieser Stelle nicht ganz wichtig ist. 5 Ampere nach oben und weiter.
So, Wurzel geschweißt, Blech ist warm, Optik von oben ist sehr, sehr schön. Vorne hatten wir genug Wurzelspalt, hinten wurde es ein bisschen enger. Wir schauen uns mal die Wurzel an und überlegen dann, was wir weitermachen. Ja, ich hab's befürchtet. Ja, ich hab's befürchtet. Hier sieht man sogar eine super Sache. Hier sieht man eine ganz, ganz tolle Sache. Zunächst mal ist das so, hier wo wir viel Wurzelspalt hatten, haben wir auch viel Wurzel und etwas Verzunderung. Verzunderung ist ganz normal, weil wir nicht formieren. Jetzt liegt dieses Blech aber auf und ist im Karree geschlossen. Ja? Der Sauerstoff, der für diese Verzunderung verantwortlich ist, ist in dem letzten Drittel unten verbrannt. Der Sauerstoff ist verbrannt über den Lichtbogen. Und der Lichtbogen hat quasi den Sauerstoff entfernt. Und hier sieht die Naht aus wie formiert. Wie formiert. Guckt euch diese wunderschöne Wurzel an, die aussieht, als wäre sie formiert. Obwohl wir kein Gas von unten beaufschlagt haben. Ja? Also die Wurzel ist top. Wir können jetzt ein bisschen bürsten. Kannst du abgeben zur Schweißerprüfung. Die ist sauber. Wobei man sagen muss, die X-Naht ist sowieso ein bisschen einfacher, denn wir müssen gleich hier ein bisschen auskreuzen. Wichtig ist aber, wir haben die Fugenflanken erreicht. So macht man Schweißnähte. Jetzt legen wir die nächste Lage drauf. Die nennt sich Stützlage. Warum nennt die sich Stützlage? Weil sie die Wurzel stützt. Jetzt haben wir eben einen Wurzelspalt gehabt von 4 runter auf, naja, 2,5-3 mm. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt auch mit der Stromstärke etwas hochgehen. Ich kurbel das Maschinchen mal auf 130. 130 ist recht warm. Wir haben natürlich 20 mm Blech. Blech, was auf einem Metalltisch aufliegt und somit die Wärme sehr stark abgeleitet wird. Also werden wir mit den 130 Ampere keine Probleme haben. Also auf geht's. Pendeln einer Stützlage. Runter damit, ein bisschen Platz haben wir uns gemacht, den Kollegen auflegen und Spaß haben. Schön verteilen das Ganze, immer linke, rechte Flanke im Auge halten, denn da birgt so die Gefahr eines Bindefehlers. Bindefehler bedeutet, es gibt keine Bindung, Wurzel, Stützlage hat keine Bindung quasi zum Grundmaterial und das könnte ein Fehler werden. Deswegen hohe Temperatur und die Flanken im Auge behalten und dann klappt das. Freunde, wir müssen jetzt hier unten eine Stützlage aufbringen. Das ist quasi die Gegenseite zu unserer Schweißseite, also die Wurzelseite. Und diese muss jetzt ausgekreuzt werden. Dafür nehmen wir uns den Winkelschleifer und auskreuzen bedeutet einmal leicht angeschrägt hoch und leicht angeschrägt wieder zurück. So kriegen wir eine schöne, runde Kehle.
Freunde, so sieht ausgekreuzt aus. Ja, habt ihr gesehen? Hin, zurück, hin, zurück. Jetzt ist es schön halbrund und hier kommt jetzt die nächste Stützlage auf der Rückseite. Freunde, ich hege gerade eine Überlegung. Und zwar haben wir jetzt Wurzel und je eine Stützlage drauf. Ja? Jetzt könnten wir die nächste Zwischenlage tatsächlich mit der Elektrode schweißen. Denn die Wickstützlage ist schön halbrund und die Schuppung ist recht fein. Bei der Elektrode hast du das Problem, dass du die Schlacke im Griff haben musst. Der Vorteil der Elektrode liegt aber darin, dass du eine unfassbare Geschwindigkeit an den Tag legst. Wir haben jetzt unten eine Nahtbreite von ungefähr 8 bis 10 mm, ungefähr. Pendeln einer Elektrode ist immer dreimal Kernstabdurchmesser. Ich würde jetzt tatsächlich, ob 2,5 oder 3,2, ich würde lieber auf 2,5 gehen, einfach weil besser zu handeln, das würden 7,5 mm bedeuten, Pendelbreite. Wenn wir jetzt sagen, 7 ist gleich 10, dann nehmen wir jetzt eine 2,5er, ja, beide Augen zudrücken und pendeln unten quasi die nächste Zwischenlage mit der Elektrode rein. Denn unsere kleine DCWIC 200 Puls Pro ist eine Kombimaschine. Wir gehen auf Elektroden schweißen, 50 bis 90, wir gehen auf 70 Ampere. Wir gehen auf 70 Ampere in den Minuspol.
die Elektrodenzange, denn die Elektrode, die ich verschweiße, E6013 hausintern, wird am Minuspol verschweißt. Ich kann die ganze Mimik, Wickschlauchpaket dran lassen, denn die Stromführung läuft jetzt über die Elektrodenpole. So, Freunde, ist nicht das Blech, das hat sich bestimmt auch verworfen, aber den Tisch haben wir in Grund und Boden geschweißt. Ja, der hat, der sieht jetzt aus wie ich. Das ist so richtig mein Schweißtisch. Aber die Maschine, Strichraupen, also 500 Grad haben wir hier drinne, Kerben unter den Raupen. Ja, alles gut. Wir sind im Plus. Das hier wird natürlich abgeschnitten. Ja? Schnitt, Schnitt, Anlaufblech und übrig bleiben ein paar vernünftige Nähte. Jetzt organisiere ich mir eine neue Tischplatte, denn die kleine hat die große Tischplatte erledigt. Die allerletzte, hinterletzte, beste, letzte, fertig, Feierabend.
Problem ist, du musst die alle wegmachen, die siehst du alle auf der Röntgenaufnahme. Anlaufbleche weg. Hier sieht man die Sinne des Anlaufbleches. Ja? Ich laufe ins Volle. Ich sorge dafür, dass ich hier sauber rein und sauber rauskomme. Denn sonst wird mir hier alles kaputt schmelzen. Ja? Also, Vorderseite, Rückseite, X-Naht, 20 mm, also 10 und 10, Wick-Wurzel 1, Wick-Stützlage 2, Wick-Stützlage 3. 2,5er E60-13 und 3,2er E60-13. So sieht's aus. 4 Lagen nebeneinander. Ich bin super zufrieden. Also DC-WIC 200 Puls Pro. Tisch kaputt, Naht in Ordnung. Was willst du mehr? Achtung. Und die geht jetzt in eine Röntgenprüfung. Ich durfte euch heute die DC-WIC 200 Puls Pro vorstellen. Das ist unsere kleinste, in Anführungszeichen, Pulsmaschine. Super modern, ganz knackige Funktionen, wunderschöner Strom, ganz leiser Lichtbogen, vom Allerfeinsten, ganz, ganz viele Updates. Kleines Update, aber sehr schick. Kabel. Schaut mal, wie weich die sind. Ein Update nach dem anderen. Ja? Ich habe mir natürlich ganz bewusst hier gleich die Gaslinse drauf montiert. Warum? Weil das, was wir gerade gesehen haben, ist zum Beispiel die Produktion einer 20 mm starken Kombinat. Die lag draußen und hat schon ein paar Roststellen. Warum ist das so? Weil wir ein paar Beweise haben wollten. Ein paar Beweise und deswegen haben wir diese Naht durchstrahlen lassen. Durchstrahlen bedeutet, wir haben eine Röntgenprüfung gemacht. Das sind also zwei handelsüblich hergestellte Röntgenfilme. Wir haben hier die Lichtverhältnisse etwas angepasst und riskieren jetzt mal einen Blick hier drauf. So, was wir jetzt hier sehen, sind zwei Röntgenfilme, die unterschiedlich belichtet wurden. Der eine ist etwas heller, der andere ist einen kleinen wenig dunkler. Warum ist das so? Man macht das, um bestimmte Fehler zu erkennen. Zu diesen Röntgenfilmen, ich wiederhole, schaut sie euch an, eine total homogene Naht. Eine komplett homogene Naht. Diejenigen, die sich damit auskennen, werden hier ganz klar Qualität feststellen können. Und jetzt sind wir hier. Kombinat. Vom 0 bis 20 hat der Herr Matera, jetzt gucken wir ein bisschen weiter rechts, da steht AA 2011 2014. Das sind Lufteinschlüsse in Klammern Poren. Das bedeutet, ich habe mir ein kleines Hörchen hier eingehandelt. Wenn wir jetzt ganz weiter nach rechts gucken, in der obersten Zeile, wo Matera steht, ist ein E. Dieses E bedeutet, die Naht ist erfüllt. Und jetzt sage ich euch, warum das so ein gutes und für mich unfassbar beruhigendes Ergebnis ist. Erstmal ist das seit langem wieder mal eine Röntgennaht, die der Matera geschweißt hat und beweist Folgendes. Mini 5,8 Kilogramm schweres industrietaugliches Gerät. Einen sehr guten Zusatzwerkstoff. Das gilt für den WIC-Stab als auch für die E6013 Elektrode. Denn beide ließen sich sauber verschweißen und haben uns überhaupt gar keine Probleme gemacht, eine industrielle Röntgennaht herzustellen. Und das alles haben wir hergestellt mit unserer neuen 200 Puls Pro. Ein kleiner Vergleich. Nur mal draufschauen und einfach mal sacken lassen, wovon wir hier reden. Wir kennen unsere großen Maschinen. Schaut euch das Baby an. Brauche ich nichts mehr zuzusagen. Als wäre sie dreimal so groß. Ich kann euch nur wärmstens die Webseite empfehlen. Schaut euch die Features dieser kleinen Maschine an. Ihr werdet Augen machen. Sie kann dick, sie kann dünn. Es ist ein Kombigerät. Wir haben die Speicherplätze. Ihr habt es gesehen, es ist transportabel. Jetzt aber
die allentscheidende Frage, die wir jetzt beantwortet haben, bestanden? Bestanden.